Ein Willkommensgruß zurück zu einer neuen Folge. Ich befinde mich immer noch in der Burg hier, bin noch nicht schlafen gegangen und wenn ich mich hier so umsehe, denke ich mir, dass das dieser Janus ist. Oh, hört mal! Wer spielt denn hier Harfe? Dramatische neue Musik, finde ich gut. Okay, Janus. Aha, es wäre gewagt, seinen Schlüssel zu stehlen. Oh, mal gucken, was ist denn das hier? Da war doch irgendwie was mit Janus. Das Geheimnis des Dieners. Janus soll hierüber etwas herausfinden. Ja, er hat ja nichts gequatscht. Ach, wisst ihr was? Ich versuche einfach mal ihm seinen Taschen... seinen Schlüssel zu stehlen. Ja, hat geklappt. Alter Türschlüssel gestohlen. Ja. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nur in sein Gemach oder so. Das war oben, glaube ich, ne? Wir müssen ja irgendwo in so einem Flügel. Ach, ich hätte es ja ganz gerne heller hier. Aber wenn ich das schaffen sollte, in seinen Flügel zu kommen, also in sein Gemach. Okay, das ist Himbert. Himbert, Hubert meine ich. Wo geht's denn hier runter? War ich da schon? Nee, war ich noch nicht. Die müsste ich dann knacken. Nein, 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 nein. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen, liebe Leute. Also merken, dass rechts bei dem Heinz da eine Tür ist. Hier war ich noch nicht. Hier ist eine Truhe. Oh, mit Klamotten drin. Laborwasserflasche. Eine Bürste und Janus Tagebuch. Ach, das ist Janus sein Gemach. Oh, wajo, wajo, waja. Der wird bestimmt böse sein, wenn ich sein Tagebuch lese. Dann wollen wir das mal machen. Tagebuch lesen. Das war violett. Mal gucken. Das ist da oben. Ne, schwarze Magie. Hier, da ist es. Der Tag danach. Es war ein fürchterlicher Tag, den ich nie im Leben vergessen werde. Meine Mutter und ich durften zwar nach Hause gehen, aber was geschah mit Vater? Wie lange wird er noch verhört werden? Wir waren verzweifelt und fragten uns, wie dieses Unglück über uns hereinbrechen konnte. Die ganze Nacht über blieben wir hierüber im Ungewissen. Trotzdem überlegte ich mir nun fieberhaft, wie ich ihn aus dem Kerker befreien könnte. Ach so, okay. Da war ja auch eine Quest mit einem Mann im Kerker. Da aber meldet uns der Nachbar, dass dies zu spät sei, da das Urteil bereits vollstreckt war. Ich war erschüttert, mein armer Vater war tot, hingerichtet, obgleich er unschuldlos war. Mutter und ich waren außer sich und völlig verzweifelt. Wie soll das jetzt nur weitergehen? Ja, wie soll das weitergehen? Was sagt denn unser... Ja, ich habe ein Buch gelesen. Ein schweres Schicksal getroffen. Vielleicht sollte ich nochmal mit ihm sprechen. Vielleicht erzählt er mir jetzt, was los ist. Was geschehen ist. Oh, naja. Okay. Aber trotzdem. Oh, eine Laute. Die ist aber ganz leise. Ja, richtig. Hier gibt es ein Bettchen. Dann machen wir es ein bisschen heller. So. Hä? Was denn jetzt? Wer hat denn hier geklimpert? Okay. Wie hieß der nochmal? Humbert. Na, dann wollen wir mal hier die Tür knacken. Nee. Ja, da ist es. Ach ja. Oh, Isabelle. Und ein wunderschönes Bild mit Blumen drauf. Leute, guckt euch das an. Ein Stillleben. Von? Na, noch nie mal signiert. Wein. Hey du. Hallo. Hallo. Ich kenne dich nicht. Wer bist du? Mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. Verstehe. Dich schickt der König von Mythana? Ja. Wer bist du? Ich bin Brunos Tochter und heiße Isabel. Was willst du? Ich habe nur eine Frage. Ist die Orkflotte hier vorübergekommen? Das weiß ich nicht. Darüber solltest du mit meinem Vater oder Fulko sprechen. Fulko? Ja, der Berater meines Vaters.
Was kannst du mit dem Statthalter sagen? Okay, fragen wir sie erstmal aus. Und übrigens, eine schöne Stimme hat diese Isabel. Ich möchte was über Fulko wissen. Von mir wirst du nichts über ihn erfahren. Dazu kenne ich dich zu wenig. Mhm. Was kannst du mir über den Statthalter sagen? Über meinen Vater? Was fällt dir ein? Meinst du etwa, ich lasse mich aushorchen? Ich denke, es wird Zeit, dass du gehst. Kann ich dir helfen? Du willst mir helfen? Nun, warum eigentlich nicht? Du kommst doch als Seemann sicher weit herum. Könntest du mir was besorgen? Was soll ich tun? Leider sind unsere Tuchhändler damals nach Mythana gegangen. Ich würde aber zu gerne ein neues Kleid haben. Aber nichts Gewöhnliches. Es sollte schon das Gewand einer Königin sein. Du machst Witze. Überhaupt nicht. Erfülle mir diesen Wunsch und ich werde dich reich belohnen. Wenn mir das Kleid gefällt, bin ich sogar bereit, dir 1000 Goldstücke dafür zu geben. Klingt gut. In Ordnung. Schön. Ich hoffe, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ja, aber klar. Hey. Gibt's noch was? Nee, okay. Aha, aha, aha. Ein königliches Kleid. Ja, Moment mal. Hier gibt's ja auch wieder was. Auftrag, Kleid zu besorgen. Wo aber könnte ich ein königliches Kleid finden? Doch wohl nur in Vanguard. Okay, in Vanguard. Also ist das hier wieder eine Dauerquest. So, Lehrbuch der Magie. Kuckuck. Isabel hat nichts gemerkt. Dann werden wir auch mal das Lehrbuch der Magie lernen. Wo ist denn das? Da ist es. Ach, ist ein braunes Buch. Ich habe mich auf Violett eingetrimmt. Verstehe. Okay. Ja, sorry. Ich habe wieder ein bisschen rumsuchen müssen. Jetzt gibt es hier eine Truhe. Isabel schaut ganz lustigst auf die Truhe und wenn ich da rangehe, wird sie garantiert... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Haben wir mal Glück gehabt. Okay, dann waren wir auch schon mal hier. Jetzt geht's weiter zu Janus. Wenn der entweder fegt oder... Ist er das? Nee, das ist Fulko. Nee, den quatsche ich noch nicht an. Der ist mir ein bisschen zu... Bisschen zu dubios. War da hockt Bruno. Und hier ist Janus. Achtung, ich habe dein Tagebuch gelesen. Ich habe dein Tagebuch gelesen. Mein Tagebuch? Was fällt dir ein? Oh, Verzeihung. Ich meine natürlich... Könnten Sie mir bitte erklären, mein Herr, wie Sie an dieses gekommen sind? Es befand sich doch in meinem Zimmer. So ist es. Aber das Zimmer ist doch verschlossen, oder etwa nicht? Sagen wir mal, es war verschlossen. Aber dank einem guten Dietrich war das für mich überhaupt kein Problem. Was? Dann bist du also eingebrochen. Du verdammt... Entschuldigung, ich meinte natürlich... Mein Herr. Dann hatten Sie, mein Herr, wohl einen triftigen Grund, mein Zimmer zu betreten. Aber klar. Ja, aber lassen wir das. Sprechen wir lieber von dir. Und du brauchst dich gar nicht zu verstellen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie wütend du auf mich bist. Nun, ich... Ja? Na komm, sag schon, wenn dir was nicht passt. Das ist mir lieber, als wenn du so tust, als ob dich das Ganze gar nichts anginge. Na schön. Warum hast du... Verzeihung, warum haben Sie mein Tagebuch gelesen, mein Herr? Weil mich dein Schicksal interessiert. Ich habe dich nämlich sehr genau beobachtet. Wenn du dich unbeobachtet fühlst, machst du immer ein sehr trauriges Gesicht. Das fiel mir auf. Nun, ich habe wahrhaftig keinen Grund, fröhlich zu sein. Aha. Ja, dann erzähl doch mal, was los ist, Janus. Willst du mir nicht erzählen, was los ist? Ich weiß nicht recht. Sowas erzählt man nur erprobten Freunden und... Na komm schon. Erzähl mir, was geschehen ist. Einiges weiß ich ja bereits aus deinem Tagebuch. Das stimmt allerdings. Na schön, dann hören Sie gut zu. Jetzt lass endlich mal das blöde Sie beiseite und rede gefälligst wie ein normaler Mensch mit mir. Mein Name ist übrigens Roland. Na schön, Roland. Aber... ich fange am besten an. Egal. Erzähle mir, was dir gerade einfällt. Im Tagebuch war zu lesen, dass du aus Dracona fliehen musstest. Weshalb? Weil ich aus dem Königreich ausgewiesen wurde. Nun, so etwas dachte ich mir. Aber was war der Grund?
Mein Vater soll angeblich Hofverrat begangen haben. Aber wir sind unschuldig. Meine Familie ist das Opfer einer Intrige geworden. Eine Intrige? Inwiefern? Tja, das wüsste ich auch gern. Ich kann mir nur erklären, dass irgendein Konkurrent meines Vaters da seine Finger im Spiel gehabt hat. Was genau denn hat man deinem Vater vorgeworfen? Nun, angeblich soll er den König von Dracona und dessen Sohn, den Thronfolger, ermordet haben. Ich kann mich erinnern, dass ich mal von der Ermordung des Königs von Dracona und seines Sohnes gehört habe. Aber das muss schon mehrere Jahre her sein. So ist es. Das Ganze ist schon mehr als 5 Jahre her. Mir allerdings kommt es so vor, als wäre es erst gestern gewesen. Was genau ist geschehen? Nun, eines Nachts wurde der alte König von Dracona Opfer eines Mordanschlags und sein Sohn, der Thronfolger, wurde vermisst. Wir schliefen bereits, als dieser furchtbare Tag geschah und waren daher vollkommen überrascht, als wir plötzlich von lauten Stimmen und lauten Klopfen geweckt wurden und das mitten in der Nacht. Ich stand rasch auf und wollte die Tür öffnen, um zu sehen, was draußen los ist, aber so weit kam ich nicht. Im nächsten Moment flog mir unsere Haustüre regelrecht entgegen. Dann standen einige Soldaten im Hausflur. Sie hatten unsere Türe einfach aufgetreten und fragten mit drohender, befehlender Stimme, ob mein Vater im Haus wäre. Ich war viel zu erschrocken, um was zu sagen. Ich nickte nur. Da stießen sie mich beiseite und begaben sich zu meinem Vater, dem sie laut verkündeten, dass er verhaftet sei. Und als mein Vater die Männer erstaunt fragte, warum man ihn verhaften würde, erwiderten sie, weil er den König erschlagen habe. Wir standen ganz starr vor Schreck und glaubten, wir träumen. Aber leider war alles furchtbare Wahrheit. Oh, das ist immer eine traurige Geschichte. Und wie ging es weiter? Wie ging es weiter? Die Soldaten des Königs, sie suchten darauf unser ganzes Haus. Als mein Vater sie fragte, was sie suchen würden, antworten sie, dass er dies ganz genau wisse. Dann forderten sie ihn auf, ihnen unverzüglich zu sagen, wo er den Thronfolger gefangen hielte. Wir waren erschrocken. Erst jetzt erfuhrten wir, dass mein Vater auch vorgeworfen wurde, den Sohn des Königs entführt zu haben, von dem jede Spur fehlte. Die Soldaten erzählten uns schließlich, dass sie von 2 Männern den Hinweis erhalten hätten, dass mein Vater hinter dem Mord und der Entführung stecken würde. Mein Vater beteuerte seine Unschuld und meine Mutter und ich bestätigten den Soldaten, dass mein Vater die ganze Zeit bei uns gewesen war. Aber man glaubte uns nicht. Vielleicht wäre es aber trotz den falschen Anschuldigungen noch glimpflich für uns verlaufen, wenn die Soldaten nicht etwas gefunden hätten, womit keiner von uns mitrechnete. Was? Sag bloß den vermissten Thronfolger. Nein, aber etwas, was diesem gehört hatte. Zu unserer großen Überraschung nämlich wurde das Gewand, das der Prinz zuletzt getragen haben sollte, in unserem Haus gefunden. Sein Gewand? Wie kam das denn in eurem Besitz? Wenn ich das nur wüsste. Dieses Gewand brachte uns alles Unheil ins Haus. Zumal, da es blutverschmiert war und man nun annahm, dass auch der Prinz getötet wurde. Das alles deutet wirklich darauf hin, dass hier was von langer Hand vorbereitet worden war. Was geschah weiter? Nachdem die Soldaten das blutverschmierte Gewand gefunden hatten, wurden sie sehr grob und schleppten uns mit wüsten Beschimpfungen auf das Schloss. Bald standen wir vor unseren Richtern. Den Vorsitz führte der Bruder des ermordeten Königs, der nun die Regentschaft übernommen hatte und streng auf uns herabsah. Nachdem wir befragt wurden, ob wir ein Geständnis ablegen wollten und mein Vater erwiderte, dass wir unschuldig seien, wurden einige Zeugen vorgeführt und vernommen. Vor allem 2 dieser Zeugen belasteten unseren Vater schwer. Dabei kannten wir sie gar nicht. Es waren keine Bürger von Dracona, sondern Fremde. Ich hätte sogar schwören können, dass sie beiden Assassinen waren. Ja, dass sie vielleicht die wirklichen Täter gewesen sind. Auf jeden Fall logen die beiden, dass sich die Balken bogen. Sie behaupteten dreist, dass es mein Vater gewesen war, der den alten König ermordet hätte. Sie hätten angeblich ganz genau beobachtet, wie dieser aus der Kammer des ermordeten Königs geflohen wäre. Ich konnte das nicht glauben, zumal mein Vater doch zu der besagten Zeit bei meiner Mutter und bei mir gewesen war. Er konnte unmöglich diese Tat begangen haben. Aber gleichgültig, was wir vorbrachten, die Richter, allen voran der Regent, waren an unseren Erklärungen überhaupt nicht interessiert. Sie waren überzeugt, den richtigen Täter zu haben.
Die Verhandlungen waren daher sehr kurz. Mein Vater wurde aufgrund der beiden Zeugenaussagen als Hochverräter überführt und zum Tode verurteilt. Nach dem Urteilsspruch wurde er sogleich von den Soldaten abgeführt und wir, meine Mutter und ich, wurden aus dem Königreich verbannt. Oh, oh, oh. Das ist eine ergreifende Geschichte. Naja, okay, ein paar Schreibfehler und was war da noch? Ja, irgendwas anderes. Aber das kann man ja ruhig tolerieren. Seltsam. Anscheinend hatte man es nur auf euren Vater abgesehen. Ich frage mich nur, warum? Ich weiß es nicht. Aber auch wenn wir verschont blieben, fühlten wir uns noch lange nicht sicher. Immerhin hätte der Fall eintreten können, dass man es sich anders überlegt und uns ebenfalls einkerkert. Daher beschlossen meine Mutter und ich, Dracona so schnell wie möglich zu verlassen. Allerdings versuchten wir zunächst noch, meinen Vater zu befreien. Wir wollten den Kerkermeister bestechen, damit er meinen Vater die Flucht ermöglichte. Doch leider war es hierfür bereits zu spät. Bereits sehr früh am Morgen kam mein Nachbar zu uns, der uns aufgeregt berichtete, dass man meinen Vater bereits hingerichtet hätte. Es war furchtbar. Wir waren vollkommen verzweifelt. Nachdem wir auf diese Weise von seinem Tod erfahren hatten, erlitt meine Mutter sogleich einen Schlaganfall, von dem sie sich nicht mehr erholte. Es ging ihr von Tag zu Tag schlechter. Und nach nur 2 Wochen war es dann soweit. Sie starb. Nun war ich ganz allein. Nachdem ich meine Mutter begraben hatte, hielt ich es auf Dracona nicht mehr aus. Ich verließ das Königreich. Eine lange Zeit irrte ich herum, reiste von einer Insel zur anderen. Ich war ständig auf der Flucht, vor allem vor mir selbst. Ich wollte an diese fürchterliche Zeit nicht mehr denken, doch so einfach kam ich nicht davon los. Endlich aber, nach einem guten Jahr des Herumirrens, besann ich mich endlich. Ich dachte wieder an die Zukunft und wurde nicht mehr so stark wie früher von der Vergangenheit beherrscht. Als Junge war ich häufig am Königshof von Dracona gewesen und hatte dort einige Umgangsformen gelernt, die mir nun ermöglichten, als Diener unterzukommen. Ich diente in den darauffolgenden Jahren mehreren Herren und verdiente dabei nicht schlecht, weil man mit mir sehr zufrieden war. Schließlich kam ich etwa vor einem guten Jahr nach Tamora. Seitdem bin ich der Diener des Statthalters. Das ist wirklich eine traurige Geschichte. Was wirst du jetzt tun? Nichts. Das heißt, ich werde weiter leben wie bisher. Was soll ich denn sonst auch anderes tun? Nach Dracona kann ich sowieso nicht mehr zurück. Egal wie sehr ich mir dies auch wünsche. Wie? Du würdest trotz dieser Erlebnisse nach Dracona zurückkehren? Natürlich. Immerhin ist es meine Heimat. Außerdem muss ich herausfinden, wer meinen Eltern das alles angetan hat. Aber was rede ich? Das wird ein unerfüllbarer Traum bleiben. Ja. Also, ich habe Gänsehaut bekommen. Du siehst, dass ich es gut mit dir meine. Bist du vielleicht jetzt bereit, mir zu sagen, was du über Fulko weißt? Aha. Nun, was wollt ihr denn? Ich meine, was willst du denn über ihn wissen? Ich hatte den Eindruck, dass du etwas über ihn weißt. Vielleicht, woher er kommt. Nun, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe einen Verdacht. Was für einen Verdacht? Bevor ich dir das sage, möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Ja, um was geht es? Vor kurzer Zeit wurde ein wertvolles Amulett gestohlen, das dem Wassermagier Thelem gehört hat. Hab ich schon. Leider macht man jetzt mich für den Diebstahl verantwortlich, okay, da ich nicht bemerkt hatte, wie der Dieb in die Burg kam. Das Schlimmste dabei ist, dass Fürst Bruno mir seitdem nicht mehr so viel Vertrauen schenkt. Wenn es so weitergeht, wird er mich noch eines Tages davonjagen. Dabei bin ich auf meinen Lohn sehr angewiesen. Wenn allerdings jemand Thelem das Amulett wieder beschaffen könnte, würde das Misstrauen des Fürsten schwinden. Verstehe. Du möchtest also, dass ich Thelem das Amulett zurückbringe? Ja. Damit würdest du mir sehr helfen. Gut, ich schau mal, was sich machen lässt. Danke.
Am besten redest du sogleich mit Telem. Er wird dir mehr zur Sache sagen. Er lebt im großen Turm und ist meistens auf dem obersten Stockwerk zu finden. Ja gut, okay. Wir konnten ja das Amulett wieder beschaffen. Ich konnte das Amulett wieder beschaffen. Es ist wieder in Telems Besitz. Da fällt mir jetzt wirklich ein Stein vom Herzen. Ich danke dir. Du hast mir sehr geholfen. Schon gut. Wirst du mir jetzt erzählen, was du über Fulko weißt? Du sagtest, du hättest einen Verdacht. Ja, den habe ich. Ich glaube, dass er mit Belia im Bunde steht. Wow. Sowas Ähnliches habe ich mir auch schon gedacht. Doch wie kommst du darauf? Nun, er macht sich sehr verdächtig. Tagsüber weicht er keine Sekunde vom Fürsten und verhindert stets, dass andere mit ihm in Kontakt treten. Selbst mir, dem Diener seiner Exzellenz, gab er zu verstehen, dass er es gar nicht gern sähe, wenn ich ständig Bruno stören würde. Am auffälligsten allerdings ist, dass er oft gegen Mitternacht in der Burg unterwegs ist. So, was macht er denn noch so spät in der Nacht? Er redet mit Geistern. Mit den Geistern? Wie meinst du das? Sehr schön. Nun, ich will damit sagen, dass es in der Burg spukt. Ach komm, jetzt nimmst du mich auf den Arm. Nein, ganz bestimmt nicht. In der Burg gehen Gespenster um. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie kommst du darauf? Nun, nachts sind in der Burg seltsame Geräusche zu hören. Und gerade um Mitternacht wird es besonders schlimm. Okay. Das wird lustig. Was sind das für Geräusche? Verschiedene. Oft hört man, wie die Gespenster umherwandeln. Zuweilen aber hört man sie auch flüstern. Einmal aber war auch ein furchtbares, lautes Geräusch zu hören. Wie wenn jemand etwas umgestoßen hätte. Es war unheimlich, sag ich dir. Deine Gespenster scheinen ja jede Menge Krach zu machen. Wie nun, wenn es keine Gespenster, sondern Menschen waren, die das Ganze verursacht haben? Und wer soll das gewesen sein? Bruno und die Schlosswache bestimmt nicht. Auch Telem nicht, das habe ich kontrolliert. Und außer diesen sind nur noch Fulko und ich nachts in der Burg. Eben. Ich wette, dass es Fulko war, der die ganzen Geräusche verursacht hat. Das kann nicht sein. Fulko schleicht sich zwar um diese Zeit in der Burg herum, aber die Geräusche kommen meistens aus einer anderen Richtung. Außerdem sagte ich dir ja bereits, dass Fulko mit den Geistern geredet hat. Wie kann er da der Verursacher von allem sein? Dann hast du die Geister gesehen. Nein, das nicht. Aber wahrscheinlich geht es auch gar nicht, da sie sicher unsichtbar sind. Aber das Gespräch, das Fulko mit dem Geist hatte, hast du gehört? Ja, das habe ich gehört. Schön. Und worüber haben sich Fulko und der Geist unterhalten? Tut mir leid, aber das weiß ich nicht. Ach, und warum nicht? Na, so nahe habe ich mich dann doch nicht herangetraut. Dazu war mir das Ganze viel zu unheimlich. Na toll, du hast also weder einen Geist gesehen, noch hast du gehört, worüber sich Fulko mit diesem unterhalten hat. Aber dass Fulko überhaupt mit einem Geist gesprochen hatte, da bist du dir hundertprozentig sicher. Ja, das bin ich. Der Geist hatte eine ganz unheimliche Stimme, als käme er geradewegs aus Belias Totenreich. Ich bete zu Innos, dass ich diesem unheimlichen Geschöpf nicht noch eines Nachts begegnen werde. Tja, das hört sich echt spooky an. Ja, da wollen wir uns mal erstmal zu Bette legen und schauen, wo es denn spukt. Das ist der Ausgang. Und wo kann ich mich denn ins Bett legen? Ich war doch mal irgendwo. Schauen wir mal. Das war, glaube ich, hier im rechten Flügel. Gab es bestimmt ein Zimmer. Genau, richtig. Janus sein Zimmer. Und nach Mitternacht soll das wohl. Ist ja auch noch eine Tür. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Gut. Schauen wir mal, was mitternachts passiert. Oh. Auweia.
Das ist ja Fulko, oder? Ja. Da bin ich. Was hast du mir auszurichten? Der Meister ist sehr unzufrieden mit dir. Noch immer ist die Burg in der Hand der verfluchten Innos Anbeter. Das geht nicht so schnell. Ich muss erst Bruno überzeugen und... Ausreden. Du hast das Vertrauen des Statthalters. Nutze es, und zwar bald. Reicht es nicht, wenn wir damit warten, bis die Orks... Nein. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Meister unter uns erscheinen wird. Und dann müssen wir für den großen Kampf vorbereitet sein. Wie? Der Meister wird bald selbst erscheinen? Ist es wirklich schon so weit? Ja, das Ritual kann schon bald vollzogen werden. Und dann wird der Meister die Welt der Sterblichen für Belia unterwerfen. Das ist nun mal der Befehl des Meisters. Diesem haben wir bedingungslos zu gehorchen. Er wird die Fürsten der Finsternis um sich scharen und mit seinem untoten Heer den Sterblichen ihren Odem nehmen. Aber doch nicht seinen Dienern. Ihnen wird er doch geben, was er ihnen versprochen hat. Ewige Macht und Unsterblichkeit. Was fragst du, Narr? Der Meister wird seine Feinde zerschmettern, aber seinen Dienern ihren Lohn zuteil werden lassen. Jetzt aber geh und tu, was dir befohlen wurde. Vernichte die Macht der Innos Anhänger auf Tamora. Geh! Jetzt ist er weg. Ja, der Geist hatte wohl eine Kehlkopfoperation. Wohl zu viel geraucht. Ja, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Spuk im Burgsaal. Unglaublich, mitten in der Nacht hat sich Fulko mit einem geisterhaften Wesen getroffen, das genauso aussah wie der Geist, den ich in der Bibliothek von Athanos gesehen habe. Wir können uns erinnern. Leider konnte ich nicht alles verstehen, was die beiden sagten, aber Fulko scheint tatsächlich irgendwelche bösen Absichten zu haben. Ja, liebe Leute, das war jetzt für die Folge. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich wünsche mir einen Daumen von euch. Ein Kommentar würde auch nicht schaden. Und ich sage tschüss.